Lecker. Hier sind wir in Sicherheit. Ganz bestimmt sind wir in Sicherheit. Okay, sonst noch nichts zum Looten hier, aber wir wollen einmal kurz speichern. So. Einmal kurz speichern. Ja, den zweiten Save. Ja, einmal kurz. Zack. So. Yay. Dann bringen wir doch einmal das... Moment, wir haben... Theoretisch haben wir für das Aufrüstding wieder was. Thermitbombe benötigt. Aber wir haben doch Thermit. Ach nee, wir müssen noch den anderen Teil holen. Na ja, gut, dann gehen wir in die bildgebende Diagnostik. Bitte halten Sie Ihre Laborüberweisung bereit. Ja, natürlich. Die habe ich hier in meiner... Ach, nein, die habe ich in meiner anderen Lederjacke. Sorry. Die hat mir Guybrush verkauft, die Lederjacke. CEC Imaging Diagnostics Lab. Was ist das? Ishimura Crew Members, welcome to the lab. If you have been referred to the lab, please have your referral form and CEC authorization ready. Then proceed to the lab office. Thanks, lab staff. Oh Gott, warum wird es dunkel? Diese Blutspur verheißt nichts Gutes. Was geht denn mit dem ab? Oh nein. Was stimmt denn mit dem nicht? Okay. Nein, ich wollte die Plasmaenergie mitnehmen. Und vielleicht doch mal die Energie aufladen. Okay, ich glaube, er hat den Kopf verloren. Yay, lecker. Warnung, erhöhte Strahlung. Oh Gott, nein. Oh, das sieht doch ganz harmlos aus hier. Was zum... What? Evacuate this area immediately. Joa. Nein, verschlossen. Okay. Da wird gerade irgendjemand untersucht, aber ich werde kurz mal die Werkbank benutzen. Wir haben nämlich noch ein paar... Stase-Kinese-Modul. Was können wir hier eigentlich aufrüsten? Reichweite um 4 Punkte erhöhen. Wir haben einen Knoten. Ja, wir müssen ja eigentlich hier mal den hier aufrüsten. Nachladen. Ah, nachladen ist nicht so wichtig. Tempo auch nicht so. Wir müssen zum Schaden rüberkommen. Ups, und schon habe ich einen Knoten verschwendet, in Anführungszeichen. So, gut. Da hinten müssen wir eine Batterie einsetzen. Yay, okay. Das heißt, oh, was liegt denn da? Textlog. Medizinisches Logbuch. Dr. Warwick B., Chief Psych Officer. Bericht über psychiatrische Beobachtung. Patient Harris B., Arbeiter. Harris schläft jetzt, allerdings erst nach Verabreichung eines weiteren starken Sedativums. Ohne die medizinischen Hilfsmittel scheint er tatsächlich nicht schlafen zu können. Ganz egal, wie ausgeprägt der Wunsch ist, wach zu bleiben, erliegen die meisten Menschen nach mehr als 50 Stunden ohne Schlaf der Erschöpfung. Nicht zu Harris. Seine Schilderung der Ereignisse in der Kolonie ist ebenfalls merkwürdig und deutet auf die gleiche Paranoia hin, die wir bereits andernorts auf dem Planeten feststellen mussten. Seine Schuld steht außer Frage. 2 Sicherheitsoffiziere waren anwesend, als er Dr. Schiavarello als Geisel nahm und Schwester Evans ermordete. Er bereut seine Taten allerdings auch nicht. Er besteht vielmehr darauf, dass kein Verbrechen vorliegt und er verspürt keinerlei Schuld. Sein Verhalten ist zwar das eines klassischen Soziopathen, doch weist Harris darüber hinaus keine weiteren psychischen Symptome auf. Er ist umgänglich und freundlich, zeigt Einfühlungsvermögen und äußert seine Meinung. Befragt man ihn jedoch nach dem Mord, zieht er sich zurück und wird unnachgiebig und zeigt schizophrene Verhaltensweisen. Er leidet zudem in periodischen Abständen an Halluzinationen, die wiederum jenen anderer Kolonisten ähneln. Harris behauptet, er habe den Doktor bedroht, weil er wollte, dass die Träume und Fratzen weggehen und dass er wieder töten würde, um es wieder ganz zu machen. Ja, make it whole again. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, was das bedeuten könnte. Ein absolut faszinierender Fall. Was möchte er wieder ganz machen?
Seine Beziehung zu seiner Ex-Freundin? Man weiß es nicht. Aber, ja. Auf diesen Spruch mit dem Ganzmachen werden wir bei Dead Space noch häufiger treffen. Wupp. Ja, das, weiß ich. Das habe ich gerade gemacht. Das habe ich gerade gemacht, liebe Lady, die das Tutorial einspricht. Okay, war's das? Ich wollte gerade das Ding wieder zurückschieben, damit er nicht durchkommt, aber... Diese Geräusche. Ja, wir müssen den Akku da einsetzen. Vor allem, ja, es hat noch ein menschliches Gesicht irgendwie, aber... Wo ist der Loot? Da ist der Loot. Okay, bevor wir die Batterie da einsetzen, damit der Fahrstuhl wieder funktioniert, gehen wir doch einfach mal hier rein. Ne... Okay, gut. Ich wollte doch eigentlich nur looten. Junge! It's time. Ich wollte doch eigentlich nur seinem Leiden ein Ende bereiten, indem ich auf ihn drauf trete und ihm die Beine abhacke. Schema, Impulsprojektile. Download im Shop. Lass mal. Wir haben Knoten gefunden. Okay. Okay, okay, okay. Schatten finde ich nicht schlecht. So, gut. Ich weiß nicht, ist das Spiel zu hell? Ich weiß es nicht. Gut, dann wollen wir mal. Mist, so funktioniert das nicht. Hallo? Es will nicht. Es will nicht drin bleiben. Was ist denn hier los? Ja. Hä? Habe ich irgendwas vergessen? Eigentlich müsste das da doch einrasten und dann automatisch der Fahrstuhl aktiviert werden. Also nochmal. Telekinese. Geh rein da! Jetzt! Warum auch immer das eben nicht wollte. Oh, schade. Ich dachte, den können wir öffnen. Labor. Zutritt nur mit gültigem Ausweis. Ach, Mist. Natürlich hat irgendjemand den Ausweis... Wahrscheinlich müssen wir da nach oben fahren. Okay. Joa. Dann wollen wir doch mal wieder Telekinese anwenden. So. Jo. Ach, du da. Gut, dass du den Loot hier oben gelassen hast. Loot? Was hat der denn? Zitter nicht. Nee. Yay. Loot, loot. Aber hier lag doch eben noch... Moment, können wir uns das mit Telekinese holen? Ach, nö. Ach, verdammt. Ich komm nicht an den Loot ran. Menno. Okay, dann müssen wir das Ding wohl nochmal ranziehen. Tonk. Klonk. Natürlich, ein Speicherpunkt. Oh, Oma. So, nochmal kurz safen. Intensivstation.
Hallo? Yep. Wupp, wupp. Ja, hau ich gegens Mikrofon. Na, dann wollen wir doch mal hier einmal kaputt schießen. Ja, dann haben wir uns die Tür geöffnet. Oh nein, Zero-G-Therapiebereich. What are you willing to give up your life for? Für nix? Erhöhte Strahlung, verschlossen? The marker will save us. Okay, irgendwelches... Put it back. Put back where it belongs. Das ist unleserlich. Was? Where is hope? Where is God? Weiß ich nicht, wo beides ist. Vielleicht solltest du mal gucken, da, wo du es zuletzt verloren hast. Oh Gott, nein, wir sind im Vakuum. Ja, erzähl uns das doch ein bisschen länger, Mädel. Oh Gott. Ja, irgendwie... Das sieht aber cool aus, wie das da rausläuft. Ich wollte jetzt aber nicht sterben oder so. Plasma-Energie? Was gibt's hier? Luftkanister. Oh, Inventar ist voll. Schade, dass wir den nicht direkt benutzen können. Was gibt's hier? Plasma-Energie. Hat Isaac gerade was gesagt? Ich hab doch noch Luft. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Okay, das ist gut. Aber immerhin habt ihr gesehen, auch im luftleeren Raum, auch wenn Isaac so Geräusche gemacht hat, ja, wir kommen da immer durch, auch wenn wir das nicht aufrüsten. Das erleichtert einem das Spiel nur ein bisschen und, oh Gott, nein, jetzt kommt der erste Zero-G-Bereich. Schwerkraft. Deaktivieren. Oh Gott, nein, ich hasse das. Hey, ihr Munitionszähler blinkt rot, wenn sie nicht auf deine Oberfläche springen können. Ja. Yay. Vor allem, warum gibt es so eine Zero-G-Dings hier? Komm her. Ich muss dich da hinten hinschießen. Klunk. Na gut, das war jetzt nicht so klug, aber egal. Mann, wie konnte ich denn jetzt nochmal abspringen? Ah, so. Chip. Ein bisschen Brain F. Oh, ihr wisst schon. Komm her. Einmal da rein. Tür geht wieder. Yay, das sieht doch ganz danach aus, als wenn hier irgendwie mal ein Kampf stattfinden wird. Mit den ganzen Sprengkanistern. Ende der Schwerelosigkeit. Oh. Schockpad. Ja, aber erstmal looten wir. Ich wollte das Geld mitnehmen. Oh nein, wir können nicht mehr. Kurz mal nachladen. Vielleicht können wir den dann mitnehmen. Nein, wir konnten nur die Hälfte mitnehmen. So, gut, dann, ja. Oh, da ist noch Loot. Oh, den wollt ihr nicht mitnehmen. Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Schütze, ich kann auch hier kaum hören. Durch die Luftleiste. Seien Sie vorsichtig, Alter. Ah, das los. Da ist noch einer. Okay, war es das jetzt? Oder gibt es noch mehr von euch? Oh. Was ist das? Okay, gut. Dann hätten wir das ja mal. Dann wollen wir mal darüber hüpfen. Mist. Hüpfen wir dahin. Zip. Dann können wir im Endeffekt ja einmal rumlaufen. Und dann dahin hüpfen. So.
Was? Schwerkraft offline? Na toll. Aber durch die Tür kommen wir doch, oder? Oh, ich denke immer, dann ist irgendwas hinter mir, wenn das so... Ende der Schwerelosigkeit. Ja. Eintritt luftleerer Raum. Ja, schön. Was? Eintritt. Yay. Sieht aber ganz geil aus hier. Oh, hier, guck dir mal das Schiff an. Da werden wir vielleicht irgendwann... Heiliger! Wo kamst du denn her? Ich höre ja nicht. Ich höre ja nix. Ich kann den nicht hören, Junge, wenn du so leise im luftleeren Raum bist. Gab's hier irgendwo noch Loot, den ich nicht mitnehmen konnte? Den konnte ich nicht mitnehmen, aber Inventar war voll. Ja. Chill mal, Isaac. Du bist ja gleich wieder in der Luft. Du hast noch 30 Sekunden. Ah! Geht die Tür auch mal zu? Ja. Kann doch wohl nicht angehen, dass das so lang dauert hier. Ah, okay. Dann wollen wir nochmal kurz. Nur mal kurz speichern. Ganz kurz speichern. So. Einmal in der Intensivstation. Wundert euch nicht. Wenn ich das hier so überspiele mit Spaß und so, dann liegt das daran, dass. Nein, ich habe keine Angst. Ich tue nur so.